Willkommen zurück. Wir sollten zur Plattform, zur Landeplattform oder so. Ja, das wird wohl das hier sein, die Gondel. Genau, so war's. Cutscene! This gondola will take us down to Greed. Look like fun, Leonard? What? No. Cooles Transportmittel. Noch eine Cutscene, direkt hinterher. Yay! Ziemlich riesig die Stadt. Ziemlich riesig das Vieh. So this is Greed. To think, this whole place actually moves. The entire city is born on the back of a giant monster they call the Demithor. The Demithor. It's like out of a fantasy. Well, should we start exploring? We can take a locomotive into the merchant's quarter. The station is nearby. Die freie Stadt Greed. Frei, ja. Warum auch immer frei? Vielleicht, weil sich frei bewegen kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, hätten wir auch hier speichern können. Sehe ich gerade. Naja. Hier. Oh, da ist eine Truhe. Perfekt. So, was wollen wir machen? Aufzug fahren. Bahnhofspersonal. Wenn du zum Zug willst, nehmen wir einen Aufzug in den ersten Stock. Okay, zum Hauptdrehkreuz. Ja, machen wir das mal. Scheint ja hier der Aufzug zu sein. Erster Stock. Passt doch. Perfekt. Oh, wir sind schon oben. Das ging aber fix. Da ist auch das Drehkreuz. Was haben wir denn hier? An alle Passagiere. Greed. Stadttransit. Wer mit der Lokomotive fahren möchte, muss an der Rezeption einen Bahnausweis beantragen. Weitere Informationen gibt es im Hauptbereich des Erdgeschosses. Fragen werden an der Information gerne beantwortet. Okay. Das heißt, wir dürfen wieder zurück. Yay! Komm schon, komm schon. Ja, ich will zurück. Immer dieser Stress. Der sieht ziemlich böse aus. Hallo. Ich bin ich ja der Bösewicht. Ich sag ja auch nie was. Ich halte mich einfach schlicht zurück. So, ich. Nein, ich bin Erster. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich bin Erster. Hallo. Willkommen am Hauptbahnhof von Greed. Willst du dich für einen Bahnausweis beeintragen? Oh, wie wunderbar. Du wirst unsere Züge lieben. Eine Sekunde bitte, ich muss das mal eben ausdrucken. Du, 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 la la la, do do de do.
Bitte schön, dein eigener Bahnausweis. Oh, du wirst so viel Spaß haben. Yay! Wenn du bereit zum Einsteigen bist, geh durch das Drehkreuz des Hauptbahnhofs im ersten Stock. Beehre uns bald wieder. Okay. Ja. Wenn das doch in allen Ländern so fix geht. Du gehst da hin, sagst Bahnausweis, bam, hast du den. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will hier rein. Danke. Ich finde das cool. Ich kenne das nur so mit, ja, sie müssen dieses Formular beantragen und sie müssten hier noch einmal unterschreiben. Hier, 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 da, 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 hier. Dann kriegen sie die Kopie, die kriege ich nochmal hier und bitte nochmal unterschreiben und hin und her. Ich hasse Bürokratie. Und viel zu aufwendig. Einfach ausdrucken und sagen, hier haben sie. Ist so viel einfacher. Wähle dein Ziel aus. Na, nehmen wir Handelsviertel. Ab geht's mit dem Zug. Sieht aus wie eine Cutscene. Es ist eine. So now what? How do we get to the bunker load caverns from the city? Any ideas? Now that's the hard part. There is only one way. Which is? Allow me to explain. Warum weiß die das alles? Because the mines generate enough revenue for the city to maintain its independence. Unfortunately for us, the mining season is over, so the Demithor has moved into down position. Down position. At the base of the caldera. When they want to begin mining again, the Demithor lifts them up so the city connects directly to the caverns on the mountainsides. That way, they can extract large masses of ore too heavy to carry by gondola. Meaning, to get to the mines, the entire city has to be moved. That's right. And that's why we have to go and see the man who runs Greed. Only Count Tristol can authorize such a thing. Okay, let's go. It's not that easy. Count Tristol is like an emperor here. You don't just drop by his house and say, "Hi, Count, could you move the city for us?" First, we need to ask around town, find out how we might get an audience with the Count. No love letters. Please. Ja. So, wir werden aber jetzt erstmal nicht versuchen, mit dem Graf zu reden oder was dafür zu arbeiten. Wir werden natürlich das Beste machen, was man machen kann. Wir werden uns Rüstungen kaufen. Ja, es gibt schicke neue Rüstungen. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch in dem Part schaffe. Aber ich werde dann einfach jetzt anfangen zu kaufen. Und dann werde ich das fortlaufen lassen. Ein neuer Stab für Juli. Den nehmen wir natürlich mit. Kara braucht keine Stufe zu niedrig. Ich kann nicht mal einen besseren Bogen haben. Streitkolben braucht keiner. So. Ledergewand, Fechtrüstung. Wir wollen die bessere. Wir wollen die Stachelrüstung. Das sind so die Teile. Und ein neues Schild kaufen wir auch noch hier. Aber erstmal die Rüstung. Ob wir uns die für alle leisten können? 1000 das Stück fast, das ist viel. Noch ein. Da ist schon die Tasche vom ersten voll. Dann werden wir erstmal für die anderen kaufen. So. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier rumrüsten. Muss ich euch ja nicht zeigen. Ist bestimmt nur langweilig. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig alles zusammengebaut habe. Und dann gucken wir mal, wo uns die Welt hintreibt, um
in die Bunkerflusshöhlen zu kommen. Bis dann. Ciao.